Der Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel von Ludwig Bechstein. Kleine Anekdote am Anfang. Dieses Märchen wird immer den Brüder Grimm zugeschrieben und ja, es ist auch in ihrem Märchenbuch enthalten, aber von Brüder Grimm gibt es nur eine Version in Plattdeutsch. Die hochdeutsche Version von diesem Märchen, die am weitesten verbreitet ist und erzählt wird, ist tatsächlich von Ludwig Bechstein, der das Märchen von den Brüder Grimm ins Hochdeutsche übertragen hat. Auch muss man zusätzlich erwähnen, dass der Ort, an dem diese Geschichte spielt und wo das Märchen herstammt, nicht Buxtehude ist, wo die Stadt sich selber sehr mit rühmt, sondern der ursprüngliche Herkunftsort dieser Geschichte ist Bexhövede bei Bremerhaven, nur 15 Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt. Diese Geschichte ist ganz lügenhaft zu erzählen, Jungens, aber wahr ist sie doch. Denn mein Großvater, von dem ich sie habe, pflegte immer, wenn er sie erzählte, dabei zu sagen, »Wahr muss sie doch sein, mein Söhne, denn sonst könnte man sie ja nicht erzählen.« Die Geschichte aber hat sich so zugetragen. Es war einmal an einem Sonntagmorgen in der Herbstzeit, just als der Buchweizen blühte, die Sonne war goldig am Himmel aufgegangen, der Morgenwind ging frisch über die Stoppeln, die Lerchen sangen in der Luft, die Bienen summten in dem Buchweizen und die Leute gingen in ihren Sonntagskleidern nach der Kirche. Kurz, alle Kreatur war vergnügt und der Swinegel auch. Der Swinegel aber stand vor seiner Türe, hatte die Arme übereinander geschlagen, guckte dabei in den Morgenwind hinaus und trällerte ein Liedchen vor sich hin. So gut und so schlecht, als es nun eben am lieben Sonntagmorgen ein Swinegel zu singen vermag. Indem er nun noch so halbleise vor sich hin sang, fiel ihm auf einmal ein, er könne wohl während seiner Frau die Kinder wusche und anzöge, ein bisschen im Felde spazieren und sich dabei umsehen, wie seine Steckrüben stünden. Die Steckrüben waren das nächste bei seinem Hause und er pflegte mit seiner Familie davon zu essen, und deshalb sah er sie denn auch als die seinigen an. Der Swinegel machte die Haustüre hinter sich zu und schlug den Weg nach dem Felde ein. Er war noch nicht sehr weit vom Hause und wollte just um den Schlehenbusch, der da vor dem Felde liegt, hinaufschlendern, als ihm der Hase begegnete, der in ähnlichen Geschäften ausgegangen war, nämlich um seinen Kohl zu besehen. Als der Swinegel des Hasen angesichtigt wurde, bot er ihm einen freundlichen guten Morgen. Der Hase aber, der nach seiner Weise ein gar vornehmer Herr war und grausam hochfahrig dazu, antwortete nichts auf des Swinegels Gruß, sondern sagte zu ihm, wobei er eine gewaltig höhnische Miene annahm, »Wie kommt es denn, dass du schon bei so frühem Morgen im Feld rumläufst?« »Ich gehe spazieren«, sagte der Swinegel. »Spazieren?« lachte der Hase. »Mir deucht, du könntest die Beine wohl auch zu besseren Dingen gebrauchen.« Diese Antwort verdroß den Swinegel über alle Maßen, denn alles kann er vertragen, aber auf seine Beine lässt er nichts kommen, eben weil sie von Natur aus schief sind. »Du bildest dir wohl ein«, sagte nun der Swinegel, »dass du mit deinen Beinen mehr ausrichten kannst.« »Das denk ich«, sagte der Hase. »Nun käme es auf einen Versuch an«, meinte der Swinegel. »Ich pariere, wenn wir wettlaufen, ich laufe dir vorbei.« »Das ist zum Lachen, du mit deinen schiefen Beinen«, sagte der Hase. »Aber meinetwegen, mag es sein, wenn du so übergroße Lust hast, was gilt die Wette?« »Einen goldenen Luchador und ein Buttelje Schnaps«, sagte der Swinegel. »Angenommen«, sprach der Hase, »schlag ein und dann kann's gleich losgehen.« »Nein, so große Eile hat es nicht«, meinte der Swinegel. »Ich bin noch ganz nüchtern. Erst will ich zu Hause gehen und ein bisschen frühstücken. In einer halben Stunde bin ich auf dem Platze.« Darauf ging der Swinegel, denn der Hase war es zufrieden. Unterwegs dachte der Swinegel bei sich,
Der Hase verlässt sich auf seine langen Beine, aber ich will ihn schon kriegen. Er dünkt sich zwar ein vornehmer Herr zu sein, ist aber doch ein dummer Kerl und bezahlen muss er doch. Als nun der Swinegel zu Hause ankam, sagte er zu seiner Frau: »Frau, zieh dich eilig an, du musst mit ins Feld hinaus.« »Was gibt es denn?« sagte die Frau. »Ich habe mit dem Hasen um einen goldenen Luchidor und ein Butelchen Schnaps gewettet. Ich will mit ihm um die Wette laufen und da sollst du dabei sein.« »Oh mein Gott, Mann!« schrie den Swinegel seine Frau. »Bist du nicht klug? Hast du den Verstand verloren? Wie kannst du mit dem Hasen um die Wette laufen wollen?« »Halt das Maul, Weib«, sagte der Swinegel. »Das ist meine Sache. Resoniere nicht in Männergeschäfte. Marsch, zieh dich an und dann komm mit.« Was sollte den Swinegel seine Frau machen? Sie musste wohl folgen, sie mochte wollen oder nicht. Als sie nun miteinander unterwegs waren, sprach der Swinegel zu seiner Frau also: »Nun pass auf, was ich dir sagen werde. Sieh, auf dem langen Acker, dort wollen wir unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft nämlich in der einen Furche und ich in der anderen. Und von oben fangen wir an zu laufen. Nun hast du weiter nichts zu tun, als du stellst dich hier unten in die Furche und wenn der Hase auf der anderen Seite ankommt, so rufst du ihm entgegen: „Ich bin schon da!“ Damit waren sie beim Acker angelangt. Der Swinegel wies seiner Frau ihren Platz an und ging nun den Acker hinauf. Als er oben ankam, war der Hase schon da. »Kann's losgehen?« sagte der Hase. »Jawohl!« erwiderte der Swinegel. »Dann man zu!« Und damit stellte sich jeder in seine Furche. Der Hase zählte: »Eins, zwei, drei!« Und los ging er wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Swinegel aber lief nur ungefähr drei Schritte, dann duckte er sich in die Furche nieder und blieb ruhig sitzen. Als der Hase nun im vollen Lauf ankam, rief ihm dem Swinegel seine Frau entgegen: »Ich bin auch schon da!« Der Hase stutzte und verwunderte sich nicht wenig. Er meinte nicht anders, es wäre der Swinegel selbst, der ihm das zurufe. Denn bekanntlich sieht der Swinegel seine Frau gerade so aus wie ihr Mann. Der Hase aber meinte: »Das geht nicht mit rechten Dingen zu!« Er rief: »Noch einmal gelaufen, wieder herunter!« Und fort ging es wieder wie der Sturmwind, sodass ihm die Ohren am Kopfe flogen. Der Swinegel seine Frau aber blieb ruhig auf ihrem Platze. Als nun der Hase oben ankam, rief ihm der Swinegel entgegen: »Ich bin schon da!« Der Hase aber ganz außer sich vor Eifer schrie: »Nochmal gelaufen, wieder herunter!« »Mir recht!« antwortete der Swinegel. »Meinetwegen, so oft als du Lust hast!« So lief der Hase 73 Mal und der Swinegel hielt es immer mit ihm aus. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der Swinegel oder seine Frau: »Ich bin schon da!« Zum 74. Mal aber kam der Hase nicht mehr zu Ende. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde. Das Blut floss ihm aus dem Halse und er blieb tot auf dem Platze. Der Swinegel aber nahm seinen gewonnenen Luzidor und die Flasche Branntwein, rief seine Frau aus der Furche ab und beide gingen vergnügt nach Hause. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch. So begab es sich, dass auf der Buxtehuder Heide der Swinegel den Hasen zu Tode gelaufen hat. Und seit jener Zeit hat es sich kein Hase wieder einfallen lassen, mit dem Buxtehuder Swinegel um die Wette zu laufen. Die Lehre aber aus dieser Geschichte ist erstens, dass keiner, und wenn er sich auch noch so vornehm dünkt,
sich soll beikommen lassen, über den geringen Mann sich lustig zu machen. Und wäre es auch nur ein Zwienägel. Und zweitens, dass es geraten ist, wenn einer freiet, dass er sich eine Frau aus seinem Stande nimmt, die just so aussieht wie er selbst. Wer also ein Zwienägel ist, der muss darauf sehen, dass seine Frau auch ein Zwienägel ist. Schöne Grüße nach Buxtehude. Ihr habt das Märchen geklaut. Es ist aus Bexhövede. Abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst.